Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Rheinhessen. Ich bin der Schalti von der Test Area. Ja, die Rheinhessen, je länger ich die spiele, umso mehr bin ich von dieser Map fasziniert, umso mehr Spaß macht sie mir eigentlich. Ja, die Grundlage ist die französische Map, aber hier ist dann doch einiges ganz, ganz anders, was wieder richtig Spielspaß weckt. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die ich nicht verstehe. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei den Preisen gucken. Hier, Mohn. Warum kriege ich für 1000 Liter Mohn so viel Geld? Also, das ist bestimmt nicht so im Sinne des Entwicklers. Und es ist ja nicht nur beim Mohn so. Wir hatten ja auch festgestellt, dass beim Roggen der Preis, ach, jetzt ist der Preis angepasst. Na, guck, ach, das ist Roggenmehl. Doofkopf. Hier, Roggen. Der pure Roggen, ne? Auch ein ganz schöner Preis. Naja, ich würde sagen, ist nicht so wild. Man kann es jetzt direkt verkaufen, wenn man das will, um unheimlich reich zu werden. Man kann es aber auch lassen und es weiterverarbeiten. Ich verarbeite den Roggen weiter zu Mehl. Geld verdiene ich halt woanders. Allein schon das Windrad hier bringt richtig Geld. Und ja, ich habe, nachdem ich alles fertig gemacht habe, jetzt vorgespult, dass wieder alle unsere Felder reif sind. Ich weiß nicht, ob mir das nochmal gelingt. Ich wollte Kühe kaufen, habe dann aber festgestellt, Moment mal, Mischfutter und so, das ist eine tolle Sache. Aber das wird nicht reichen. Du brauchst ja auch Mineralfutter. Mineralfutter, klar, kann ich jetzt eigentlich auch kaufen. Aber wir können Mineralfutter selber herstellen. Dafür brauchen wir Heu, Kartoffeln, Silage, Raps. Also im Prinzip müssen wir nur ein Kartoffelfeld und ein Rapsfeld haben. Und dann können wir unser eigenes Mineralfutter herstellen und dann können wir uns an die Kühe wagen. Das ist so ein Schritt, den ich machen möchte. Ach, ein zweiten Schritt, den ich machen möchte, jetzt endlich mal, ist die BGA. So, wir haben genug Geld auf dem Konto und wir verdienen viel Geld mit der BGA. Und wir müssen ja sowieso permanent Silage machen. 1,5 Millionen. So, BGA ist schon mal unser. Das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt müssen wir mal bei der BGA gucken, was da so geht. So, Silage kommt automatisch. Gülle jetzt noch nicht. Mist jetzt noch nicht. Zuckerrübenschnitzel sowieso nicht. Was kommt? Das sind Gärreste. Die lagern wir aber nicht aus. Die werden wir mal verteilen. Denn die Gärreste werden wir gebrauchen können in der Multiproduktion zur Herstellung von Dünger. Dünger dann zur Herstellung von Saatgut und, ne, wir wissen's. Und Gärreste haben jetzt, denke ich mal, auch hier keinen Preis, wo man sagen kann, ja, das lohnt sich, die zu verkaufen, anstatt die aufzuheben. Da haben Gärreste. Ne, das ist nicht. Nee. Das ist nichts. Also, was, jetzt habe ich bei dem natürlich alles angeschaltet. Ich brauche aber nur die Geschichte erstmal für die Silage. Und die Silage haben wir ja liegen in unserem, na, wo ist er? Unserem Verteilsilo, da, nee, dann nicht. In Fermenter meine ich. Nicht Verteilsilo. Der Komposter läuft sowieso. Hier, ne? Da wird ja die Silage dann verteilt. Und dann kriegt die BGA das ab, was die anderen halt nicht brauchen. Die anderen, die mit Silage arbeiten, hier Mischration, ne? Silage, da ist voll. Komposter kriegt Stroh und keine Silage. Von daher passt das. Gut, ich will jetzt erstmal anfangen mit den Ernten. Die lasse ich natürlich weiter fahren hier.
um da einfach unsere Basis wieder aufzufüllen. Du beginnst bei Feld. Ja, jetzt kommen wir schon wieder in die Petroleum. Warte mal zu 42. Wir brauchen noch einen Abfahrer. Also noch einen. Einen Kipper-Anhänger. So, jetzt habe ich es. 37. Kurz laden. Nee. Kannst schon mal anfangen. So. Der Häcksler kann schon mal zu Feld 9 fahren, wenn er denn da ankommt. Er wird wahrscheinlich unterwegs mit dem Schneidwerk irgendwo wieder an einem Gebäude hängen bleiben. So, dich schicke ich zum Fahrzeughändler. Du bist der stärkste und schnellste Traktor. Du kriegst nämlich einen neuen Anhänger dann. Obwohl, stopp. Brauchen wir gar nicht. Wir brauchen einen Ladewagen nur. Ladewagen können Häcksler gut. Also brauche ich doch noch keinen zweiten kaufen. Du kannst dann auch zu Feld 9 fahren. So. Nächste. Du machst deinen Job sowieso. Du kriegst jetzt den Anhänger. Ja, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe wir gehen kurz gucken. Ja. Ach so, ich muss hier. Dann geht's. Ich habe den Kuhstall, habe ich schon Mischfutter reingefahren. Er ist also hier voll, ne? Stroh, Futter, alles drin. Ob ich später mal hier noch die Boxen befülle für den Fütterungsroboter, ich weiß nicht. Ich denke nein. Weil wozu? Wir haben die Mischfutteranlage da stehen. Ne? Wir brauchen halt nur noch das Mineralfutter. So, du fährst hinterher zu 9. Und du fährst deinen Weg. Du fährst zu Feld 42. So, den kleinen Traktor lassen wir noch stehen. Wir wollten Grasballen machen, schon mal. Ball für die Schafe. Das machen wir dann. Jetzt geht's erstmal hier rund. So, wie ich sagte, ne? Hier ist dann einmal Ende. So, 9. Er braucht dann bei der 9 auch den neuen Kurs. Also, hier werden wir von dem kleinen Feld Grasballen machen. Die werden wir dann herunterbringen zu dem Plateau für die Schafe, die ich denn dann da bauen werde. Wir werden dann weiter aus gehäckselten Mais und Gras Silage machen im Fermenter. Die Silage wird ja dann verteilt, automatisch auch auf die BGA, wo wir dann dadurch auch eine Menge Geld verdienen. Und dann müssen wir aufpassen. Ich werde dann wohl erst Schafe bauen. Und dann mich darum kümmern, dass wir noch die Felder kriegen, die wir brauchen, um Mineralfutter herzustellen. Und dann, wenn wir Mineralfutter haben, dann sind die Kühe dran. Dann habe ich mich noch mit Leuten aus der Community unterhalten. Mit dem Ralf Engel war es, glaube ich, über Zuckerrohr. Und zwar hatte ich ja das Problem auf der französischen Map, dass das Zuckerrohr, dachte ich zumindest, nicht nachwächst. Das war dann aber wahrscheinlich ein Irrglaube von mir, weil ich dort mit dem Seasons Mod gespielt habe. Da funktioniert das ziemlich anders. Und er sagte halt, also ich meine, es war der Ralf, er sagte halt, Zuckerrohr wächst sehr wohl nach. Also wäre Zuckerrohr doch noch eine Ergänzung zusätzlich zu den Zuckerrüben, wenn wir uns da so ein Zuckerrohrfeld schnappen, möglichst in der Nähe der Zuckerfabrik, um dann da nochmal, also das sieht man dann einmal an,
Und das ist dann auch automatisch nach ein paar Tagen Wachstum wieder da und erntereif, ne? Weil das so die Gras wiederkommt. So. Jetzt muss ich hier natürlich erstmal einen Kurs berechnen, ne? So, ich habe mal einen Hexakurs berechnen lassen und das Ganze dann spiralförmig, ne? Und das geht hier. Komm, mach alles zu. Hof? Nein, doch. Auf dem Hof ist die Silageproduktion. Da soll das dann dahin. Machen wir mal an. Ja, gut, erste Vorgewende wird wieder mit Zickereien behaftet sein. Das kennen wir. Das ist nicht vermeidbar, denke ich. Aber da werden wir dann am Ende im Großen und Ganzen schon mit zurechtkommen. Irgendwie wird das und funktioniert das. Das hat es ja letztes Mal auch. Wir müssen uns da nicht drum kümmern, ne? Der macht das allein. So, ich habe jetzt den Fendt dahinter gehängt. Das ist der stärkste und schnellste Traktor, den ich aktuell auf dem Hof habe. Das heißt, weil ich ja nur einen Abfahrer habe, verkürze ich die Standzeiten vom Häcksler ein wenig, weil der Fendt halt super schnell und zügig auch dann unterwegs ist, um das Häcksel gut abzufahren und zum Feld zurückzukehren, ne? So, und das geht hier wirklich ratzefatze. Mal gucken, wie weit der fahren muss, bis er das erste Mal voll ist. Ja, schon, ne? Das wird sich lohnen hier. Mit dem Häckselgut, damit wird eine Menge Silage hergestellt werden. Das ist auch gut so. So halten wir halt unsere BGA auch am Laufen. Und haben genug Silage für alles andere, wofür wir halt Silage auch benutzen, ne? So, ja, du machst jetzt dein Ding. Und fährst das jetzt weg. Genau. So, ja. Gib alles. Ich habe dann den Drescher nochmal von 25 auf 20 km/h runtergedrosselt. Ich finde 20 km/h ist schon verflucht schnell. Aber dementsprechend dann auch harmonischer. So werden dann die Strohhaufen auch nicht so dick, wie mitten auf der Strecke liegen. Und das ist hier Roggen mit einem verdammt hohen Ertrag wieder, ne? Sehr schön für unsere Mühle. So. Und ausklappen des Überladerrohr. Wuppi, wuppi, wuppi. Wunderschön. Und weiter geht's. So, der ist hier fertig schon. Siebenunddreißig, genau. Dann gehen wir auf den 39, laden den Kurs zum Mähen, lassen ihn machen. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Ja, wobei wir brauchen einen Wender und wir brauchen einen Spader noch und eigentlich brauchen wir auch noch einen vierten Traktor. Also, wir gehen erstmal einkaufen. Wir gehen Quatsch. Das doch nicht hier. Großtraktor. Lassen wir mal gucken. Ich würde sagen, der 9er Vario mit 415 PS. Ja, wir haben bedeutet, der Klaas fehlt. Klaas hier. Ja, das ist der aber. Nein, den will ich nicht. Mit den Laufbändern. Nein, nein, nein. Das ist schon der Große. Hier. Klaas. So, Motor 445 PS, wunderbar. Kostenpunkt 339.000. Reifenvariante Standard. Radgewicht nehmen wir. Okay. Kaufen. Fertig. Dann brauchen wir einen Schwader.
Da machen wir auch keine halben Sachen, würde ich sagen. Der ist jetzt von Kuhn. Nicht mehr, naja, egal. Aber das ist der, ne? Vierkreiselschwader. Ich setze den hoch auf 25 km/h. Natürlich. So, kaufen. Und wir brauchen noch einen Wender. Wender ist hier. Das ist der getunte 30 km/h. Das ist auch Mod. Da, 17 Meter. 15 km/h. Auch hochsetzen auf 25. Und gut ist. So, wir sind jetzt erstmal. Ja, du bist voll. Du kannst zum Fahrzeughändler fahren. Und dann sehen wir erstmal weiter. Beim Händler werde ich jetzt erstmal hier den Wender ankuppeln. Vierter Traktor heißt, wir können später auch sehr viele arbeiten. Na, sehr viele nicht. Wir können viele arbeiten später auf dem Feld gleichzeitig wieder machen. 50, 50, 15, 10. So. Sehr gut. Warte hier. Ah, da ist der Fendt wieder, ne? Hier wird weiter Wasser. Solange der nichts anderes machen muss, lasse ich den da jetzt zirkeln und Wasser fahren. Gib alles, damit ich das kleine Verteilersilo. Ich muss mal mit dem Manni sprechen. Ich habe da, was das Verteilersilo angeht, noch eine ganz andere Idee. Er wird garantiert schon genervt sein, wenn ich wieder mit was Neuem komme. Aber vielleicht macht er das ja für uns. So. Fahr du mal zu Feld 37. Übrigens habe ich das Problem wahrscheinlich behoben, warum die Fahrzeuge da nicht am Hof rechts rum abbiegen wollten. So. Hier nochmal, ne? Ich habe blaue Linie eingefahren, damit wir nicht am Hof schrappen. Und noch funktioniert das ganz gut, wenn die Schwierigkeiten mit dem Gegenverkehr dann mal aufkommen sollten. Dann werde ich das auf jeden Fall entsprechend beheben. Ja, die wollten hier nie rechts abbiegen. Die haben immer irgendwelche Umwege genommen. Und ne, jetzt biege ich da hier ab. Und zwar war hier irgendwo eine Unterbrechung drin in der Geradeausstrecke. Und ich habe es, anstatt es mir anzeigen zu lassen, über den entsprechenden Modus bei Autodrive. Nein, habe ich natürlich gedoktert und gebastelt wie so ein Blöden. Naja. Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt fahren sie hier rum. Spart die Zeit. Seht ihr? Wir wollten Grasballen, keine Heuballen. Jetzt hätte ich fast Heu draus gemacht. Weil Heul braucht. Heul, Heul. Heul. Heu brauchen wir doch erst später. Ich wollte doch Grasballen pressen. Hof, Halle B. Ah, guck mal. B12. Umbenennen. Parken. Wender. Jetzt hätte ich beinahe wieder einen Fehler gemacht, ne? So. Hakenwender. Abspeichern. Fahr los. Wir können dann. Ich will da gar nicht zugucken eigentlich. Hier gab es auch so enorme Probleme mit dem Abfahrer an der Ecke. Moment.
Jetzt kommt die Ecke. Vielleicht ist es mir gelungen, sie zu entschärfen. Na. Ah. Sieht gut aus. Weiter. Und wenn das erste Vorgewende geschafft ist, dann harmonisiert das sowieso alles noch viel besser miteinander. Dann sitzt er nämlich nicht mehr so dicht da hinten dran. Da geht es ja manchmal nur um Zentimeter. Und dann kann er echt nebenher fahren. Dann klappt es auch mit dem Nachbar. So. Ihr macht das schon. So, ja. Der steht jetzt da, der Gute. Ja, wie gesagt, Heu werden wir brauchen. Haben wir ja gesehen, ne? Für die Herstellung von Mineralfutter. Und jetzt ist hier die Presse dran. Und ich würde sagen, Feld 37. So. Und dann bekommst du den Kurs vom Ehen. Und dann kannst du da Gras pressen, meinetwegen. Die Ballen. So, ach ja, können wir vielleicht noch. Das war der falsche Knopf. Einstellen bei dir 220er Ballen. Okay, 220er. 240er ist das größte. Wir nehmen 240er. Weniger Ballen, mehr Volumen. Ja, beim nächsten Mal geht's dann los mit Ballenpressen. Wir haben noch 958.000 auf dem Konto, trotzdem wir einen Schwader gekauft haben, trotzdem wir einen Wender gekauft haben, trotzdem wir einen Traktor gekauft haben. Also können wir schon mal gucken, auch nach einem Feld. Priorität hat jetzt das Mineralfutter, ne? Also ein Feld für ja, Kartoffeln und ein Feld für Raps, aber das machen wir nächstes Mal, ihr Lieben. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich hoffe, es hat wieder einigermaßen gefallen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Ich war wieder bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.